Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Zunächst, bevor wir jetzt hier irgendwas machen, müsst ihr mir unbedingt in die Kommentare schreiben, wie das Bild heute ist und wie euch der Ton gefällt. Denn ich habe eine neue Kamera und ein neues Mikrofon. Richtig cool. Und ich habe einen Adventskalender mitgebracht. Und zwar, der ist echt groß und schwer. Hat Amazon mir einen Adventskalender geschickt. Da oben steht Surprise. Und das ist wirklich eine Surprise, denn man hat keine Ahnung, was da so drin ist. Eigentlich steht es ja auch auf der Rückseite, aber nicht bei diesem guten Stück. Ich hatte den eigentlich schon... Man muss echt aufpassen, dass diese Kartons da nicht rausfliegen. Alter Schwede. Ich hatte mir den eigentlich schon bei mir aufs Eckchen da gestellt und wollte den selber auspacken jetzt im Dezember. Und dann dachte ich mir, das kannst du nicht bringen, du machst auf jeden Fall ein Video. Ja, da sind wir. Wir werden heute mal gemeinsam in alle 24 Kartons reingucken. Und die sind so groß, ohne Scheiß. Die Kartons sind so groß. Zieht euch das mal rein. Wie dick und groß so ein Ding ist. Also ich hab Bock, ne? Ich hab Bock. Wenn ihr auch Bock habt und Adventskalender richtig cool findet, dann gebt dem Video auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben. Abonnieren nicht vergessen, aber das wisst ihr ja. Ich hoffe, die meisten von euch haben meinen Kanal schon abonniert. Wenn nicht, dann jetzt einfach ganz schnell auf Abonnieren drücken. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video. Okay, dann würde ich sagen, brauchen wir gar nicht lange rumsammeln. Wir starten direkt mit dem ersten Karton, oder? Also, hier ist die 1. Das ist ein ziemlich kleines Paket. Ist aber was drin, hallo? Oh, die Kette hinter mir. Yeah. Ich habe den Kalender jetzt auf meinem Bein liegen. Weil der ist einfach so groß, ich weiß nicht, wohin damit. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Aha. Herbaria, für Salat, Soßen oder als Suppe. Da sind Kräuter drin. Querbeet, einmal Duft der Matcha. Boah, Alter. Hot Apple Cider und Grandma's Flash. Ich habe keine Ahnung, wofür das ist. Die Dinger sind auf jeden Fall drin. Wir machen einfach mal weiter. Das ist jetzt, glaube ich, nicht das Spannendste. Auf jeden Fall denkt sich jeder jetzt so, okay. Tür Nummer 2 hat die perfekte Größe. Und zwar sieht das aus wie so eine Verpackung von einer Nivea oder BB-Creme. Aber ich vermute, dass da keine drinne sein wird. Chips! Wow, Cornados. Die habe ich letztes Mal im Lidl gesehen. Die gibt es da in 3 verschiedenen Sorten. Da stand aus einem Aufsteller. Und ich habe fast welche gekauft. Als hätte ich es gewusst. Paprika geht immer. Übrigens, falls ihr den Kalender haben solltet oder vorhabt, euch zu kaufen, würde ich euch empfehlen, das Video jetzt nicht zu gucken. Cheer! Wieso fällt mir heute alles runter? Boah, diese Lichterkette geht mir auch richtig auf den Sender, ne? Ich komme die ganze Zeit mit meinem Rücken an diese Lichterkette ran. So, Tür Nummer 3 sieht so aus, auch relativ groß. Und dann schon wieder höre ich es rascheln. Was ist das denn? Masala Chai, India Tea. Oh cool, das ist anscheinend Tee. Aber nicht nur eine Tüte, sondern auch noch eine zweite. Kann man machen, muss man aber nicht. Also anscheinend ist das ein Essenskalender bzw. Lebensmittel. Mal gucken, was da noch so kommt. Nummer 4 will von uns geöffnet werden und es ist relativ schwer. Was ist das denn? Oh cool, Nix Keksbar. Join or fight on sugar. Aber da ist noch was in der Tüte. Uah, das sind Rosinen, Rosinen. Weg mit euch. Weg, geht raus. Verlasst bitte mein Zimmer. Ich hasse Rosinen überall. Die können von mir aus da liegen bleiben. Der Riegel ist cool und ja, den würde ich sagen, behalte ich. Und wir machen weiter mit der Nummer 5. Tada. Ein Mini-Müsli. Urkorn-Müsli. Wisst ihr, was ich gerade gelesen habe? Unicorn-Müsli. Aber es ist ein Urkorn-Müsli. Das ist so eine kleine Portion. Ich denke mal, das reicht genau für ein Frühstück. Ist halt Müsli. Ja, Leute, jetzt haben wir ein Problem, ne? Wo ist die 6? Ist es diese hier oder ist es diese hier? Anscheinend beim Rausfallen eben ist da ein kleines Manöver passiert. Ich tippe jetzt einfach, ich nehme jetzt irgendeine von beiden, okay? Egal. Boah, ist die schwer. Was ist das denn? Guck mal. Boah, die Konsistenz sieht auf jeden Fall echt unappetitlich aus. Alles klar, wir haben Schmalzfleisch in unserem Adventskalender. Das ist bestimmt was für Feinschmecker. Schmalzige Angelegenheit. Hashtag Schmalzfleisch. Einmal bitte unten in die Kommentare. So, Nummer 7. Oh, was ist das denn cooles? Das fühlt sich voll geil an. Guck mal. Eine Packung Kokosmehl. Und daraus kann man Plätzchen machen. Das finde ich cool. Jetzt zu Weihnachten und dann in dem Adventskalender.
Eventuell, mal gucken, eventuell werde ich die Kekse machen. Aber wie ich mich kenne, wird da nichts draus, weil ich keine Zeit finde. Das war 7, ne? Weiter geht's mit der Nummer 8. Und die ist hier. Etwas Lilanes. Oh, geil! Bean Boozled! Da sind Bean Boozled Bohnen drin. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Bock habt, dass ich mit meinem Freund zusammen eine Bean Boozled Challenge mache. Warte mal, welche Sorten sind denn das? Zahnpasta? Hundefutter? Die Babywindeln? Bah! Was sind das denn für Sorten? Keiner weiß so richtig, ob das jetzt die 6 oder die 9 ist, aber ist auch egal. Kartoffeln und Tomate. Im Auftrag der Snackwelt zu retten. Ist ja süß. Alles schön wieder einpacken. Nummer 10. Wow, was ist das denn? Was ist ein Indiana Jerky? Kennt ihr das? Yo, getrocknetes, geräuchertes Hähnchenfleisch. Im Grunde mag ich das gar nicht. Nummer 11. Where are you? Oh, das sind mehrere Kleinigkeiten. Neuronade. Ey, das klingt voll geil nach Limonade. Limonade ist ein natürlicher Think Drink, ganz ohne Koffein, dafür mit Mikronährstoffen für die Funktion des Nervensystems. Das sind alles irgendwie so Produkte, die ich noch gar nicht kenne. Die sind alle so neu. Okay, dann wollen wir mal weitermachen mit der Nummer 12. Und die Nummer 12 ist richtig groß. Schon wieder so was Komisches, wie diese Paste vorhin. Kalter Kaffee aus der Dose. Geschmacksrichtung Kokosnuss. Den gönne ich mir dann direkt morgen früh, ne? Schön am PC. Weiter geht's mit der Nummer 13. Und seid ihr schon gespannt? Boah, die ist noch schwerer. Jetzt kommen nämlich die geilen Sachen, Leute. Ich freue mich voll. Oh, ich habe so Bock drauf. Geil, hier ist Capri-Sonne drin. Ist auch wie für mich gemacht. Einmal der Fairy Drink. Und dann haben wir noch eine Öko-Capri-Sonne. Auf jeden Fall ist die braun. Pure Fruit and Water. Habe ich noch nie probiert. Yeah, das ist doch mal was Geiles. Damit kann ich arbeiten. Nummer 14. Was sich da wohl versteckt? Geil, das ist Salz. Salz kommt aus Indien. Einmal ist das Gujarat-Salz und einmal Assam-Salz. Auch richtig schön eingepackt. Ich mag das voll, wenn da so Papiertüten drum sind. Ja, das finde ich cool. Werde ich auf jeden Fall benutzen. Nummer 15. Tune. Was haben wir denn hier Schönes? Black Tea und Green Tea. Ist ja süß. Das sind so Tea-Sticks. Du da einfach den ganzen Stick in das Glas rein und dann hast du Tee. Nein, wir haben die 12 vergessen. Müssen wir jetzt erstmal auspacken. Boah. Ach, geil. Da ist schon wieder sowas Cooles drin. Freche Freunde. Hier habe ich schon alles zusammen gemixt, und zwar die von DM. Und das hier ist Apfel, Banane, Kirsche und schwarzer Reis. Zur Hölle ist schwarzer Reis. Und warum ist das in einem Getränk drin? Nummer 16. Müsli-Glück, Naschkatze. Müsli-Riegel mit zarten Flocken und Schokoleckereien. Geil. Ja, der ist doch chillig. Nummer 17. Da ist auch wieder irgendwas mit Pulver drin. Oh. Komm raus. Du kannst dich nicht verstecken vor mir. Natural Raw Vegan Power. Das ist so eine Mischung aus Amaranth, Chia, Quinoa, Hanf und leckeren Datteln. Das ist geil. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kartons haben wir noch. Weiter geht's mit Nummer 18. Ein Würzöl-Chili. Oh, wie süß. Ich dachte auf dem ersten Blick, das wäre ein Schnaps. Oh, das riecht heftig. Oh, lecker. Da ist Schoki drin. Schokri. Einmal Vollmilch, Zartbitter und weiße Schokolade. Nein, Bonnie, jetzt nicht. Was da drin ist, man weiß es nicht. Finden wir es doch einfach heraus. Boah. Wieder ein paar Riegel. Boah, die sehen richtig lecker aus. Einmal in blau, einmal in braun. Und das ist ein Positive Energy Snack. Die sehen cool aus. Ich mag irgendwie diese Bio-Snacks. Oh, Leute, wir nähern uns dem Ende. Wir haben noch 3 Pakete in unserem Kalender. Und ich bin so mega gespannt, was in der 24 drin ist. Ich will es unbedingt wissen. Ein Gewürz. Blockhaus. Steakpfeffer. Mein Papa ist der größte Steakliebhaber auf dieser Welt. Und er macht fast jeden Tag Steak.
Und dem werde ich auf jeden Fall dieses Steak-Pfeffer-Gewürz trinken. Also Papa, ne, du kannst dich schon mal drauf freuen. Du kriegst ein Gewürz von mir. Nummer 23, unser vorletzter Karton. Wow, da sind schon wieder Süßigkeiten drin. Also die Marke heißt Kägi, ist aus der Schweiz. Das sind so kleine Waffelsnacks. Und die Leute aus der Schweiz, ihr kennt das eventuell. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das kennt. Es ist soweit, es ist soweit, es ist soweit, es ist soweit. Nummer 24 liegt direkt vor mir. Ist die letzte Packung in unserem Adventskalender. Und will jetzt endlich geöffnet werden. Alter Schwede, ich bin so gespannt. Die 24 ist doch einfach immer das Beste. Das ist jetzt aber nicht so ein Highlight. Da sind feine Oblatenkuchen drin. Okay, das ist auch cool, aber ich habe irgendwie mit was noch coolerem gerechnet. Also da fand ich die Kabelsonne zum Beispiel cooler. Ich bin ja mal gespannt auf eure Meinung. Und wie immer, gebt diesen Kalender hier, den wir heute ausgepackt haben, mal eine Note von 1 bis 6. Würdet ihr den kaufen oder nicht? Ah, schwierig, schwierig. Ist auf jeden Fall mal was anderes. Eigentlich kennt man nur so Schminkkalender. Heute war es mal ein Lebensmittelkalender, von daher eigentlich auch ganz cool. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und Spaß gemacht, Leute. Falls ja, auf jeden Fall Daumen hoch und abonnieren nicht vergessen. Ganz wichtig, damit ihr auch beim nächsten Mal am Start seid. Und dann würde ich sagen, räume ich diesen Kalender jetzt wieder ein. Dann warte ich bis Dezember und dann packe ich jeden Tag ein Türchen aus und tue so, als wüsste ich nicht, was drin ist. Okay, ich weiß, ich habe eine Macke, Leute. Egal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.